Für Elektroautofahrer ist die Frage natürlich trivial. Ist das Thema E-Autoladen aber neu für dich, dann ist es vielleicht weniger offensichtlich, was eine Wallbox ist. Hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal von GoE. Mein Name ist Tim und ich erkläre dir in diesem Video, wozu du eine Wallbox brauchst, wie sie funktioniert und was sie eigentlich alles kann. Eine Wallbox ist typischerweise eine kompakte, leichte Wechselstrom-Ladestation, die Elektroautos mit Strom versorgt. Sie macht das Laden von Elektroautos für viele Menschen zugänglicher, komfortabler und günstiger. Wallboxen kommen meistens im privaten oder im halböffentlichen Raum zum Einsatz, also beispielsweise in Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern oder bei Unternehmen. Üblicherweise hängt eine Wallbox an der Wand. Sie lässt sich beispielsweise aber auch an einem Standfuß montieren. Schließt du dein Elektroauto mit einem Ladekabel an die Wallbox an, beginnen Auto und Wallbox miteinander zu kommunizieren. Dabei wird geprüft, wie viel Strom der Anschluss liefern kann, wie viel das Ladekabel verkraftet und wie viel Ladeleistung das Elektroauto überhaupt aufnehmen kann. Das schwächste Glied in der Kette bestimmt dann im Endeffekt die Ladeleistung, sprich mit wie viel Strom das E-Auto geladen werden kann und damit wie schnell. Manche Wallboxen, wie zum Beispiel der GoE Charger Gemini oder der GoE Charger Gemini Flex, visualisieren den Status des Ladevorgangs oder Fehlermeldungen mit einer LED-Anzeige. Hier neben der Typ-2-Dose befindet sich beim GoE Charger ein schwarzer Druckknopf. Mit diesem kannst du die Ladeleistung bei Bedarf verstellen, um zum Beispiel effizienter mit deiner PV-Anlage zu laden. Die Ladeleistung lässt sich auch in der GoE-App anpassen, sogar stufenlos. Wallboxen gibt es in den unterschiedlichsten Größen. Der GoE Charger Gemini beispielsweise wiegt je nach Variante 1,63 bis 2,3 Kilogramm und ist im Grunde so klein und kompakt wie ein Schuhkarton. Unsere Ladestationen brauchen also relativ wenig Platz. Wallboxen von einigen anderen Herstellern hingegen können deutlich größer und schwerer sein. Du kannst zwischen mobilen und stationären Wallboxen unterscheiden. Eine mobile Wallbox, wie schon der Name sagt, ist mobil. Das heißt, du kannst die Ladestation nicht nur zu Hause verwenden, sondern auch jederzeit auf Reisen, zum Campen oder zu Freunden und Familie mitnehmen. Hänge die Wallbox einfach aus der Wandmontageplatte aus, lege sie ins Auto und fahre los. Bist du am Ziel angekommen, steckst du die Wallbox an eine rote CEE-Dose oder mit einem Original GoE-Adapter an eine andere Steckdose an und schon startet der Ladevorgang. Im Vergleich dazu ist eine stationäre Wallbox fest an der Wand montiert und daher nur für den stationären Betrieb geeignet. Beide Arten von Wallboxen sind übrigens mit einer Ladeleistung von bis zu 11 oder bis zu 22 kW erhältlich. Die stationäre Wallbox muss von einem Elektriker mit dem Gebäudeanschluss verkabelt werden, während eine mobile Wallbox wie der GoE Charger Gemini Flex im Handumdrehen von dir selbst montiert werden kann, sofern du bereits eine rote CEE-Dose installiert hast. Worauf du bei der Montage achten solltest, erklären wir dir in einem anderen Video, das wir dir am Ende verlinkt haben. Was eine Wallbox kann, kommt auf die Wallbox an. Eine einfache Wallbox kommuniziert während des Ladevorgangs mit dem E-Auto und passt den zu liefernden Strom an die vom Auto angefragte Leistung an. Das war's dann aber auch schon. Intelligente Wallboxen hingegen, wie der GoE Charger Gemini, können noch viel mehr. Die GoE-App ermöglicht es dir zum Beispiel, die Wallbox von der Ferne aus zu steuern und bringt viele smarte Funktionen mit sich. Du kannst beispielsweise festlegen, wie viele Kilowattstunden du in dein E-Auto laden möchtest. Wird dieser von dir eingestellte Wert erreicht, unterbricht der GoE-Charger den Ladevorgang. Das macht zum Beispiel Sinn, wenn du nach dem Ladevorgang viel bergab fährst und damit die Batterie weiter lädst. Möchtest du so günstig wie möglich laden, hast du in der GoE-App die Möglichkeit, eine Strompreisgrenze zu definieren. Der GoE Charger kennt nämlich für alle von GoE hinterlegten flexiblen Stromtarife die Preise der kommenden Stunden im Voraus. Du kannst also bestimmen, unter welcher Preisgrenze der Charger mit dem Laden beginnen soll. Liegt der Preis darüber, wird auch nicht geladen. Im geplanter Ladevorgang-Modus kombinierst du die Preisgrenze mit einer zu ladenden minimalen Energiemenge. Willst du mehr über unsere GoE Charger und seine smarten Features wissen, dann besuche unsere Website. Ich hoffe, dass dir dieses Video geholfen hat. Wenn du Fragen hast, nutze einfach die Kommentarfunktion unterhalb des Videos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, dein Tim von GoE.